Servus zusammen, recht herzlich willkommen zurück zu einer Folge auf der Galgenberg. Wir spielen LS22 und sind unterwegs mit dem Klaas und dem Schwader hinten hoch zu unserem kleinen Feld bzw. zu unserer Wiese, auf dem gerade New Holland unterwegs ist. Der neue New Holland, den wir gebraucht gekauft haben. Und der ist jetzt unterwegs und ist am Mähen. Und wir werden jetzt eine Schwart machen hier mit dem Klaas und anschließend mit dem Zerion das Ganze entweder zu unserer Heutrocknung bringen, jedenfalls eine Fuhre. In den großen Ladewagen passen ja über 40.000 Liter. Das sollte auf jeden Fall uns über den Winter bringen oder zumindest mal bis zum Winter. Und anschließend werden wir den Rest, denke ich, zu unserem zweiten Hof bringen, ins zum Fermenter-Silo. Und ich muss gleich mal hier ein Auge rüberwerfen, weil das Problem ist wirklich, ich habe es euch ja in der letzten Folge schon geschildert mit dem Kollegen Meer, dass er einfach, wenn der Helfer unterwegs ist, Felder generiert. Felder bastelt und wenn man eben nicht genügend Vorgewände gefahren hat, dann fährt er tatsächlich noch weiter und will den Rest, den ich habe stehen lassen am Rande des Feldes, will er doch auch unbedingt noch mähen. Ja, und das wollte ich natürlich verhindern und deswegen habe ich ja kräftig vorgearbeitet in der Hoffnung, dass er jetzt hoffentlich, der Helfer, das so weit hinbekommt, dass er nicht mir hier noch weitere Felder erstellt. Wir schauen mal ganz kurz wieder drauf. Ja, es sieht ganz gut aus. Es sieht, glaube ich, ganz gut aus. Da ist nicht mehr dazu gekommen, als schon da war. Okay, wir springen mal ganz kurz zu ihm. Ja. Und dann, wie gesagt, der fährt dann als durch und macht dann da unten am Feldrand weiter, will das Stückel dann auch noch mähen, aber ich denke, soweit passt es jetzt, sodass wir hier mit dem Kollegen anfangen können zu arbeiten. So, Dele. Und dann werden wir hier erstmal eine Schwart machen für unseren Xerion. Sehr schön. Und wie gesagt, das Material werden wir dann schön aufteilen. Ein Teil soll Heu werden, denn wir brauchen doch noch ein bisschen, ne? Also wir haben zwar Reserven, aber man sollte immer ein bisschen was in der Hinterhalt haben oder halten. Und dann haben wir natürlich dann die Option, den Rest ins Fermenter-Silo zu bringen. Dann machen wir da schön Silage draus oder können es ja noch ein bisschen einbunkern, falls wir dann doch noch was anderes machen wollen. Yo! Tja, es ist wieder mal Zeit, ein bisschen über den LS25 zu quatschen. Der kommt, der eventuell nicht kommt oder doch kommt. Weil ich habe jetzt schon wieder ein kleines Promo-Video gesehen. Natürlich nicht original von Giants. Aber natürlich lassen sich jetzt alle aus über das Thema LS25, weil es jetzt ja die ersten Gerüchte gab. Beziehungsweise weil auf einer Spieleseite halt ein Platzhalter für den LS25 eingerichtet wurde. Und jetzt glauben natürlich oder haben viele gedacht, ja, da sieht man schon die ersten Anzeichen, da gibt es vielleicht auch schon die ersten Hinweise auf das, was uns der LS25 denn bringen wird. Ich persönlich bin definitiv der Meinung, dass der LS25 kommt, also es ist einfach jetzt an der Reihe, dass er hier Ende des Jahres dann hier aufschlagen wird und mit Sicherheit gehen wir mal davon aus, dass es für die Consoleros, die dann noch eine PlayStation 4 haben oder ähnliches, ja, langsam Zeit wird, sich zu Weihnachten eventuell eine Next-Gen-Konsole dann zu holen, denn ich denke, will hier Giants wirklich vorwärts kommen, auch was die Funktionen, die Speicherbegrenzungen, die Slotzahlen und was weiß ich alles angeht, dann muss man sich langsam aber sicher doch von der PS4 verabschieden. Der LS22 war da noch ein schöner Übergang, aber jetzt sind ja doch wieder 3 Jahre ins Land gegangen und dann sollte man doch langsam wirklich hier die Zukunft unterstützen. So, Dele. Also im Moment scheint der New Holland alle New Holland. Langsam, mein Freund. Ich denke, so langsam tut der New Holland alles, was er soll. Das sollte soweit passen und funktionieren, dass wir den auf jeden Fall hier laufen lassen können. Aber wir müssen immer ein Auge auf ihn werfen, nicht, dass er wieder hier durchschießt. Aber 3 Vorgewände müssen wir auf jeden Fall machen. Und ansonsten, denke ich, wird uns nichts anderes übrig bleiben, als so ein Grasfeld eventuell nochmal zu pflügen oder zu grubbern, damit wir wirklich sehen, wo jetzt Feld ist.
und dann anschließend halt die Feldränder doch nachzubearbeiten, weil nur so verhindern wir, dass der Helfer wieder rausfährt. Ja, anders geht's leider nicht. Müssen wir halt noch ein bisschen investieren. Ups, was macht er denn? Achso, der Helfer. Sorry. Ja, müssen wir halt ein bisschen investieren und noch etwas landscapen, ein bisschen Feldrand machen. Und das heißt natürlich, dann sollten wir uns auch festlegen, welches die entsprechenden Grasfelder sind und dann auch noch diese entsprechend bearbeiten und ernten, bewirtschaften und ernten. So, jetzt müssen wir aufpassen. Ich denke, er wird jetzt hier rumkommen. Ja, okay, das sind die letzten Meter. Und dann werden wir hier noch ein bisschen von Hand arbeiten. Zum Glück haben wir ja mit dem Schwader keine solche Probleme. Da können wir dann gleich den Helfer losschicken. Sehr schön. Und alle sind natürlich gespannt auf die Oberschwaben, auf die neue Map vom Yogi. Denn die sollte ja eingereicht sein und wir warten natürlich darauf, sind gespannt auf neue Informationen und vor allen Dingen, ob die Map dann auch für die Consoleros kommt. Am Ende muss es immer Giants entscheiden. Aber wir sind da doch jetzt ein bisschen, ja, ich sage mal, zuversichtlich, dass es so klappt. Das wäre natürlich echt bombastisch. Und dann könnten wir natürlich hier noch die Oberschwaben als Projekt mit reinnehmen. Ob dann natürlich als zusätzliche Map oder ob dann irgendeine weichen muss, ja, das müssen wir dann sehen. Aber mit Sicherheit wäre dann die Oberschwaben erstmal primär. Und ob wir das dann als Folge machen oder ob wir das wieder als Live-Projekt machen, das müssen wir uns da mal ansehen. So, wie machen wir denn das jetzt am geschicktesten? Vielleicht noch einmal hochfahren. Weil wir haben ja hier definitiv noch ein bisschen was zu mähen, beziehungsweise ja doch die Ecken hier. So, wenn wir hier genau in der Schwarte fahren, dann müsste das eigentlich passen, oder? Ja, ja. Ich glaube, der New Holland wird jetzt gleich fertig sein. Und dann würde ich gerne die Außen, die äußere Schwarte schon mal einsammeln. Denn auch hier gilt, wenn man mit dem Helfer unterwegs ist, auf der Playsee zumindest, dann fährt er halt auch immer weiter und macht dann hier die Außenschwart immer so kreuz und quer. Das würde ich gerne vermeiden wollen. So, ich denke, wir lassen den Kollegen jetzt einfach mal hier stehen. Motor aus. Springen mal rüber zum New Holland. Und dann werden wir noch die Reste abarbeiten. Jo, und hinein. Ja, dann fangen wir gleich, machen wir es gleich selber. So, vorne runterlassen. Und ich hebel jetzt nur hinten aus. Vorne schenke ich mir das. So, und was haben wir hier noch? Ah, okay, dann fahren wir dann einmal so. So, das können wir jetzt aushebeln, weil da unten den Streifen machen wir nur mit dem Frontmähwerk. Jo, das passt doch soweit. Dann haben wir es auch schon fast, weil das Stückel hier jetzt in der Mitte, das können wir auf jeden Fall uns schenken.
Sodele, dann würde ich doch fast sagen, wir packen ein. Dann soll denn die Holland erstmal wieder an Rand des Feldes ein bisschen auf uns warten. Und dann können wir erstmal die Außenschwad einsammeln und dann schicken wir den Helfer los mit dem Schwader. Dann soll der hier in der Zwischenzeit arbeiten, während wir das Material dann zum Hof bringen. Sodele, ich denke, so passt das. Da kann er ruhig stehen bleiben. Und hinein in den Klask-Serion 300. Sodele, den Tempomaten noch ein kleines bisschen hoch. Den hat man natürlich unten fürs Silo, als wir natürlich in der letzten Folge Silage ins Silo gebracht haben. Und beim Abladen fahren wir dann immer so mit 4, 5 oder 6 km/h durch. Oh, aber irgendwas stimmt da nicht. Ja, natürlich nicht. Ich habe noch nicht das runtergelassen. So, ich dachte mir gerade, warum fährt denn der so schnell? Jo, jetzt passt's. Naja, okay. Ich glaube, der Bergmann hat hier eine relativ weite Aufnahme. Da kommen wir da gut um die Kurve. Jupp, hervorragend. So, 24%. Ja, ich glaube 42.000 oder 43.000 Liter passen hier rein. Das ist schon ein großer hier. Auch wenn er nur zwei Achsen hat. Das gibt es natürlich auch noch ein kleines bisschen größer. Aber ich denke hier am Berg, oje, oje, selbst wenn wir hier mit dem Serien unterwegs sind. Spannend wird es natürlich, wenn wir dann berghoch fahren. Ja, da hätten wir theoretisch besser von unten angefangen. Und in der letzten Folge habe ich es ja kurz angesprochen, dass wir eventuell oder dass wir uns mal überlegen sollten, vielleicht dann doch hier so ein bisschen die Spielrichtung, die Weise, die Art und Weise, wie wir hier weitermachen, zu verändern. Weil witzig wäre natürlich, ich habe es jetzt gesehen, es kommen ja immer mehr Anbauteile für das Weitspann-Fahrwerk, für das Weitspanngerät da, WSVS, Vehikel irgendwie, glaube ich. Und mittlerweile sind wir ja fast komplett. So, das Gerät hier ist voll. Sind wir fast komplett, denn wir haben Gülle, wir haben Spritze, wir haben Einzelkorn und generell eine Drille. Und wir haben natürlich eine Erntemaschine. Und das heißt, da könnte man dann theoretisch hier wirklich auf großen Feldern mit diesem Teil hier auf dieser Map herumfahren, wenn wir aus der Galgenberg sozusagen ein Big Farm Projekt machen wollen. So wie wir das mal auf der Neubartelshagen hatten. Sodele, wir fahren mal mit dem Kollegen erstmal zum... ja, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Fermentersilo. Eine Fuhre erstmal Fermentersilo, damit wir auf jeden Fall ein bisschen Gras vom Feld runterkriegen. So, wir müssen aufpassen. Wir haben Verkehr. Okay, links kommt nichts. Und dann sind wir auch relativ schnell wieder zurück auf dem Feld. Und dann fahren wir von unten nämlich hoch. So, jetzt muss ich nochmal überlegen, wie war denn das? Ich glaube, wir müssen hier voll einschlagen, um dann rückwärts ranzukommen. Ja. Vielleicht auch mal eine Rundumkennleuchte an. Was mir hier ein bisschen fehlt, ist das Tut, 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 Tut. So, Dele. Und ab die Brust. Okay. Kommen wir hier einmal rum. Okay, okay, okay. Das könnte nichts. Ja, mit der Allradlenkung ist es natürlich machbar. Ah, jetzt kommt natürlich... jetzt wird es natürlich hier ein bisschen eng. Aber es scheint zu gehen. Und das heißt wieder zurück aufs Feld. Ein bisschen Gas geben hier. Boah, voll das Pedal durchgedrückt. Und wir fahren hier gerade mit 13 km/h den Berg hoch.
So, diesmal von unten. Wir starten unten. Und wir achten auch darauf, dass wir das, die Aufnahme auch wirklich senken. Hervorragend. Wir sammeln. Ja, wir können die Rundumkennleuchten ausschalten. Das passt soweit. Wow, 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 wow. Ja, der Kollege kämpft hier bei 7 km/h und einem leeren Anhänger im Prinzip. Ja, man muss auch wirklich dazu sagen, dass wir natürlich hier einen sehr großen Ladewagen haben. Mit dem kleineren würde das deutlich geschickter gehen, aber wir müssten dann auch öfters fahren. Und das will ich eigentlich auch vermeiden. Und dann fahren wir halt einfach nur mit 5, 6 km/h hier in den Berg hoch. Aber wir werden es schaffen, wir werden es schaffen. Wir haben es ja schon mal geschafft. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir dieses Feld hier abernten. Und insofern bin ich hier entspannt. So, wir fahren hier mal kurz raus, sammeln das Material von da draußen ein. Okay. Dann setzen wir hier mal kurz zurück. Nehmen wir das Ganze hier in Angriff. Und wie gesagt, wenn wir den Rand hier abgefahren haben, dann lassen wir unseren Helfer hier arbeiten, während wir das Material oder diese Fuhre bringen wir jetzt dann runter zu unserem Haupthof in die Heutrocknung. Und dann haben wir auf jeden Fall genügend Material und können den Rest ins Fermentersilo kippen. Das wird wieder ordentliche Menge werden. Auf jeden Fall. So, jetzt warte mal. Warte. Dann lassen wir mal den Klaas hier marschieren. Ja. Ich bin jetzt nur am Überlegen, besser wird es wohl sein, wenn wir quer fahren. Lassen wir ihn einfach mal hier in die Richtung fahren, egal wie. Was nimmt er für eine Bahn? Ja, okay, das passt schon. Sehr schön. So, die Frage wird natürlich sein, in welche Richtung er dann wendet. Ob er nach unten, also bergab, oder nach oben. Dann müssen wir natürlich wieder eingreifen. Ups, oh, oh, oh. Jetzt hat er aber hier, ist er gerade über das Vorderrad, über die Vorderachse gerutscht. Ach, wir haben wieder mal das Ding nicht unten. So, jetzt aber. Ist das ein wunderschöner Ausblick hier ins Tal runter. Und voll. Sehr schön. Oh ja, da werden wir noch einige Fuhren runterbringen. Auf jeden Fall müssen wir gucken, dass wir hier eher bergab fahren beim Laden als bergauf. So, wie fahren wir denn jetzt hier am geschicktesten durch? Ja, das ist alles hier ein bisschen schwierig. Eigentlich sollte man hier gar nicht durchfahren. Da hat es einen Mordsgraben hier am Feldrand. Okay, jetzt schauen wir mal, was der Klaas macht. Ja, dachte ich es mir doch. Der fährt die andere Richtung. So, dann lassen wir jetzt so fahren. Hervorragend. So, Dille.
ab in den Xerion und jetzt einmal durchs Dorf, durchs ganze Dorf runter zum Haupthof. Wir könnten natürlich auch so rumfahren und unten lang. So, weil da ist meines Wissens kein Verkehr hier. Jetzt fahren wir mal hier richtig wieder in die Nebenstraßen. Damit wir eben nicht auf der Hauptstraße unterwegs sind. Ja, die Nachbarn mögen es mir verzeihen. Ja, links ist frei. Da unten sieht man Auto, aber wir haben hier Platz zum Fahren. So, jetzt die Hauptstraße hier runter. Also für mich ist es sozusagen die Hauptstraße, weil die führt ja hier überall vorbei oder mitten durchs Dorf. Und natürlich. So. Und jetzt müssen wir hier rechts rein. Links ist soweit frei. Und jetzt bin ich gerade überlegen, wir sind eigentlich noch nie so rum rangefahren, ne? Das müsste doch so passen. Ja, es ist offen. Ja, da war es auch schon, der Trigger war schon da. Und abladen. Und damit bringen wir unsere erste Fuhre in die Heutrocknung auf der guten Galgenberg. Freunde, das soll es gewesen sein für die heutige Folge wieder mal hier mit dem Klaas Xerion und dem wunderschönen Bergmann-Ladewagen. Sind wir wieder unterwegs, sammeln Gras ein für das Fermentersilo oder eben für unsere Heutrocknung, damit es unseren lieben Tierchen, unseren Kühen hier auf der Galgenberg wundergut geht und wir lecker, lecker, lecker Milch dann zum Verkaufen haben. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns demnächst wieder, entweder hier auf der Galgenberg oder auf der Alteiche oder natürlich in Neu-Minibrunn. Ich sage Dankeschön und tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.